So, Freunde, Spontanaufnahme. Man erkennt mich zwar nicht wahrscheinlich viel, aber erstmal, was geht, Freunde? Und Supporter. Heute eine Spontanaufnahme, das kommt im ganzen Schnitt natürlich nicht. Das sind einzelne Aufnahmen, die ich jetzt aufnehmen werde. Im Groben und Ganzen vom Alltag. Ihr seht wieder am Samstag was von mir. Da werde ich eine kleine Szene dabei bauen. Dann gehen wir Richtung Auto und gucken uns das Ganze an, wie mein Auto geworden ist. Das Auto war von Stoßstange im Arsch. Und es ist neu dran gekommen, wurde lackiert und wurde montiert. Wie das Ganze aussieht, das sehen wir natürlich in der Fortsetzung, Freunde und Supporter. Jetzt erstmal bin ich auf dem Weg in der Livestream. Ich zeige euch mal eben kurz das Spiel, was ich zocken werde. Das seht ihr jetzt. Momentchen. Freunde, hier sind wir. Und das hier ist das gewünschte Spiel. Ich kaufe die Black Ops 4. Ich habe gerade eine Einladung bekommen, aber scheißegal. Nebenbei bin ich hier am PC. Das ist übrigens mein neues. Kennt ihr ja, Freunde. Ja. Ich bin gerade nebenbei am Cleanen, weil PC-Reinigung und so ist wichtig für mich. Das ist sehr wichtig, weil das muss immer alles mal prozentisch laufen, Freunde. Dazu benutze ich immer CleanMaster C-Cleaner, Gratis-Version. Und ja, macht da komplett erstmal Cleanung. Lass das Ganze durchlaufen. Mach einen PC-Boost zum Beispiel. Also ich kann wirklich nur empfehlen. Wer das nicht macht, Freunde, egal was für ein Prozess ihr habt, egal was für ein Teil ihr da habt, macht das. Macht das, Freunde, wenn ihr wirklich keine Ahnung von nichts habt. Scheißegal. Ich kann euch die Grundlagen jetzt zeigen, was ich eingestellt habe. CleanMaster gibt es nichts einzustellen, außer das zu clean, was anzuklicken ist, wie ich es hier mache. Ansonsten kann ich wirklich nur sagen, hier gibt es eine Leiste. Ne? Diese Leiste habe ich komplett alles an, außer freien Speicher sicher löschen. Sonst habe ich alles hier an. Und natürlich, dass ihr jeweils, was ihr haben wollt, gespeicherte Kennwörter mache ich niemals an, weil ich möchte ja auch Sachen löschen. Das hier allgemein nicht. Hier solche Sachen, Game Explorer, alles an. Java sind alte Programme, die gar nicht mehr drauf sind. Hat er trotzdem irgendwie noch drauf und dann analysieren, clean, zack, bam. Dann kommt der wichtige Punkt, Freunde, was man natürlich auch noch einstellungsmäßig einstellen muss. Das ist hier die Option sicheres Löschen und dann auf 35 mal Verweise auf Cluster löschen, alternative Datenströme löschen, auch anklicken. Und hier natürlich bei den erweiterten Einstellungen alles aus bis auf das hier. So mache ich es immer. Ja. Da läuft auch ordnungsgemäß, leucht, alles klar, läuft da wunderbar. Dann kommt auch die Leistung an, die entsprechend kommen sollte. Dann läuft natürlich ein bisschen besser, weil die ganzen Daten, die Bullshit-Kacke runter ist. Und Festplatten nur optimieren bzw. defragmentieren, wenn das eine HDD ist. SSD-Festplatten, wie bei mir zum Beispiel hier, ist total Bullshit, braucht man nicht. Vielleicht einmal im Monat. Deswegen SSD-Festplatten zu defragmentieren ist eigentlich sinnlos, Freunde. Nur einmal, vielleicht wenn der PC wirklich allerhöchstens das einmal sagt, das war es eigentlich auch. Ja. Das ist übrigens, ja, kennt ihr schon das Foto? Hier meine üblichen Programme, was ich drauf habe, Spotify, Discord, OBS, Elgato, Google Chrome, Mozilla Firefox und das da unten ist mein, ja, mein Programm für, wo haben wir es? Das Focus Audio ASIO Control Panel für mein Audio Interface, was wir hier haben. Ja, ich bin nebenbei jetzt gleich ein Protein einnehmen. Deswegen Produktplatzierung. Zack Plus ist nun mal so Instant Out, Bull Gainer, Way Connect Professionell. Nehme ich jeden Tag dreimal täglich. Maltodexin nicht zu vergessen, Freunde. Nicht zu vergessen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, Freunde, heute Zack Plus Dings an und heute werde ich auf jeden Fall, ja, bisschen zocken, bisschen streamen. Ich würde sagen, das war ein kleiner Ausschnitt vor meinem Abend. Ich hatte übrigens Spätschicht. Ja, würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns in der Fortsetzung beim Auto, beim nächsten Video oder im Kleinschnitt.
Zeit für Zeit. In diesem Sinne, haut schon mal rein und lasst einen Daumen da.